Peace Leute und ein dickes Willkommen zu diesem Video. Bevor das Video startet, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben 200 Abonnenten geknackt. Ich bin euch richtig, richtig dankbar dafür. Ich habe mir da schon was überlegt, aber bis das soweit ist, wird es noch ein wenig dauern. Ich hoffe, ihr könnt da mit dieser Geduld leben, beziehungsweise euch da ein wenig gedulden. Wir haben hier einen ganz besonderen Nike Air Force, einen Nike Air Force Supreme. Und der ist auch auf jeden Fall sehr getragen worden. Wir haben hier ein paar kleine Schäden am Schuh und die werde ich jetzt fixen und ich werde euch da mitnehmen. So, das wird es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das werde ich in mehrere Teile aufsplitten. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich habe zurzeit ein paar interne Probleme. Deshalb wollte ich halt wenigstens jetzt teilweise die Videos so raushauen, dass es für mich zeitlich funktioniert und dass ich mich auch noch um meine Sachen kümmern kann. Ja, in dem Video habe ich jetzt eigentlich hier neu geklebt gehabt. Ich habe auch hier vorne was Neues genäht. Ich habe es irgendwie zwar aufgenommen, aber es hat es nicht aufgenommen. Sehr schade. Falls sich noch irgendwann mal die Situation ergibt, werde ich da mal vielleicht sogar ein separates Video draus machen, wie man Midsoles näht. Ich weiß nicht genau, was im nächsten Teil alles drankommen wird, aber ich werde euch jetzt mal so ein paar das Grundprinzip erklären. Es wird dann noch ein paar Untereinheiten rausgeschliffen, das Schwarz wird neu gemacht, diese weißen Details werden erneuert und neue hinzugefügt. Das ist das ganze Projekt, das ist das ganze Ding. Ich werde auf jeden Fall den Upload-Tag auf jeden Fall versuchen einzuhalten. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich sehen, es ist jetzt viel später als 19 Uhr. Bin die ganze Zeit gerade an dem Video dran, also wenn es rausgekommen ist, ich habe es sofort hochgeladen, dass ihr das wisst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Peace.